Als Reaktion der Angriffe auf die Ukraine heute soll es morgen dann eine G7-Sonderberatung geben. Der ukrainische Präsident Zelensky hatte zuvor Deutschland und auch Frankreich aufgefordert, hart auf die jüngsten Angriffe Russlands auf die Ukraine zu reagieren. Er habe mit Bundeskanzler Olaf Scholz und auch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron gesprochen.